Ja, und damit hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Donkey Kong Country 2. Ja, wir machen heute den harten Scheiß. Hier gibt's kein Mittelfass mehr, wenn ich mich recht entsinne, und die sind auch ziemlich knackig. Nein. Wut. Was war denn das? Ey. Kommt auch wieder in die Liste der ärgerlichen Tode. Backgrounds sind halt auch so geil in dem Teil. Die Jungs nicht drauf springen, ganz wichtig. Und der hat eine lose Schraube, King K. Rool hat lose Reifen. Ui. Ja doch, es gibt Mittelfass. Das war dumm. Oh, come on. Hast du gar nicht gerafft, was sie von mir wollten? Von meinen Bananen, du Mistvieh. Und du das? Oh, ernsthaft? Er war mies. Hier ist Dixie im Vorteil. Für ein Leben. Ja. Moin. Das ist mies. Das sind so Level, die ich gar nicht mag. Dieses, ja, du musst halt wissen, was kommt.
echte WLAN-Multiplayer. Ach so, ja, 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 ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wo soll ich das Fass dafür hernehmen? Und ja, genau hier dahinter ist das Secret. Autsch. Eisphysics. Dinge, die jeder liebt. Na. Das ist der Cannonball. Ist das dein fucking Ernst? Dass der mich von da unten kicken kann? Das ist ein Level. Danke, lächerlicher Level. Hust. Nicht zu viel Momentum kriegen. Die Kanone so aussehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da waren zu viele Farben gerade gleichzeitig da. Uiuiui. Oh mein Gott, es ist fertig. Gott, ist der Level nervig. Natürlich, nimm doch einfach das dumme Fass, anstatt zu rollen, Didi. Mistvieh. Nee. Ha. Willst du in Thailand bleiben?
für einen Laden willst du denn aufmachen? Splush. Hallo, Fass? Okay. Deutsches Brot ist doch zum Beispiel eh ziemlich überall auf der Welt etwas gern gesehenes. Also gern gegessenes. Nein, es hat sich alles zu weit gedreht. Ist ja wenigstens die HD-Version, nicht die Cube-Version. Die Cube-Version ist ja dezent anstrengend. Ja, alleine, dass du halt das 7-Meilen-Segel hast und der Glutofen. Ja. Aber er hatte sich doch schon umgedreht. Uiuiui. Oh, guck. Hallo. Nein. Sagen Budget Tales ist aber leider wieder da.
Oh, come on. No. Na hallo. Ui. Da kraut's mir auf jeden Fall vom Ende davor. Da kommt definitiv auch noch so ein Stachel-Maze, wo du noch ein Rennen mit Papagei fliegen musst. Und oh Gott. Also da habe ich fast meinen Controller zerbissen wegen dieser Einlage. Ach komm schon! Come on! Irische Show. Okay. Das habe ich noch nicht gehört, das Klänge von Dave Wise zu Mortal Kombat erinnern. Aber vielleicht erinnert auch Mortal Kombat an Donkey Kong. Mal da dran. Auf jeden Fall absolute Masterclass in Audio. Hat gewundert, so warum? Yay, hey Yukio! Hier den Absprung zu packen, der ist übel. Gott. Oh, oh gerade so. Ich glaube, hängen bleiben ist hier tödlich. Ja. Scharf geschossen. What? Wo kommt der denn angeschossen? The fuck? Schon erwartet, dass hier das Wasser weggeht. War ja Mittelfass. Nice. Und Bear Punch, hast du die KC auch schon durchgerocket? Wenn es nicht auf deiner Liste steht, bleib's drauf. Eieiei. Was stimmt denn mit dir nicht? Wir sind einfach nur zu empfehlen, sind mit die besten Jump'n'Runs ever. War der erste gut zum Reinkommen. Der zweite perfektioniert die Formel, macht es teilweise auch ein bisschen pervers vom Schwierigkeitsgrad oder auch teilweise RNG-mäßigen. Manche Sachen halt einfach hast, ja, lernen sie auswendig. Das ist auch nicht unbedingt immer so eine Stärke.
aber macht schon sehr viel richtig. Da oben diese eine Banane, den Hint gibt für das Bonusfass. Ja gut, Jücke, du bist ja so weit in der Nähe, dass du es dir ausleihen könntest. Hätte ich nicht aufgepasst, ist es besiege alle Gegner oder komm zum Ende? Mal von alle Gegner besiegen. Was? Oh je. Jücke, du könntest sie ja auch auf der Switch haben. Er kann aber der Affe nichts dafür. Sondern der Affe, der den Affen spielt. Sticky Brush. Gut, unpopular Opinion bei mir. Ich hasse DKC64 nicht so wie die meisten. Verstehe ich immer noch nicht, wo dran hier fest ist, wie lange die Netze da bleiben. Oh Gott! Come on! Ach ja, das vergesse ich auch immer wieder, dass nur wenn Affe unten dran hängt, man auf den Stacheln hovern kann. Umrollen von ihr hat man gehört. Ich sag mal, spricht auch für die Rezession, die die Firma hatte. Da gucke ich nämlich auch nochmal danach. Nicht der Arbeitgeber, sondern die Zeitarbeitsfirma. Warum hat man das gerade keinen Schaden gemacht? Phoenix, grüß dich, wie geht's? Da muss ich sagen, da kannst du halt auch so richtig nach der Lebensphilosophie von Tetris gehen. Wenn du dich einfügst, verschwindest du. Das freut mich. Daumen drücken, dass das jetzt alles klappt. Wir endlich den Level abschließen können. Was ich halt zum Beispiel auch nicht verstehe, der Mensch ist genetisch dazu aufgebaut, zusammenzuarbeiten, und dass das halt irgendwie heutzutage so komplett gar nicht mehr funktioniert, verstehe ich halt nicht. Halt auch die Gründe dafür nicht und alles. Sagen, hier ist der Exit. Ja, absolut Wayne. Jetzt haben wir hier das letzte Ding. Da können wir jetzt auch von jeder Lost World hin.
Oh boy. Oh boy. Ich hoffe, ihr habt euch den Rest des Tages Zeit genommen. Die Stinkewolken, die haben die Steuerung inventiert oder sowas. Der war mies. Der war mies. Dude. Ich bin den dummen Blick von K-Rool. Zu 343, grüß dich. Na, was macht die Kunst? Ja, so ein bisschen am Ablosen. Oh, come on. Ja, die guten alten Rage Games. Ja gut, ich sag mal, es wäre nicht umsonst das Secret Ending mit schweren Boss, also ist okay, da darf man dann halt auch mal ein bisschen fluchen. Das gehört dazu. Ersten Runde schon drauf gehe, ärgert mich ganz schön. Mittendrin nicht unterbrechen. Come on. Ja, ich sag mal, gerade hier der harte K-Rool, also der normale, ich glaube, der hat mich ein-, zweimal, hier fährt eine Gülle, hat mich ein-, zweimal dran gekriegt, aber mehr auch nicht. Invertieren die Steuerung. Das ist schon cursed, wie ich da im Pattern drin war. Ach schön. Damals hat man das hier einfach flawless einfach mal durchgerattert. Ah.
langsam mal Kugel auf den Boden fallen, die ich ihm in die Fresse werfen kann. Okay. Ist nur eine Phase. Okay, ich habe nichts gesagt. Nicht schlecht, ich muss zugeben. Naja, also gut, ihr wart zwar wirklich klasse. Ihr wart sogar super. So, lasst uns mit dem Lobeshymnen aufhören und endlich nach Hause gehen. Oder was meint ihr? Seid ihr wieder hier? Mal sehen, ob ihr euch seit dem letzten Mal verbessern konntet. Wow, ich muss zugeben, das hätte ich auch nicht viel besser gekonnt. Beamer, ihr scheint ganz nach mir zu kommen. Spitze! Ja, schön den Cliffhanger nicht vergessen. Okay, also sie geben einem nicht nochmal den Abspann. Oh, und jetzt? Ist nicht damit gerechnet, dass wir damit durchkommen. Und das so schnell. Ist mir da 1% irgendwo? Definitiv alle Creme-Münzen und ich habe alle 40 DK-Münzen. What? Naja. Jetzt könnt ihr jetzt herausfinden, was da schiefgegangen ist, indem ihr die Videos guckt. Ja, also im Stream geht's noch weiter. Und für euch auf YouTube. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wo der Abo-Button ist. Wisst ihr, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt mal in die Kommentare, welcher ist euer Lieblings Donkey Kong Country Teil. 1, 2 oder 3? Bin gespannt. Schreibt mir auch sonst gerne was in die Kommentare. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Kartgar, ich bin Olle. Geil.